Meine Präsentation in Impress, LibreOffice 7.0. In Teil 1 der zweiteiligen Videoserie haben Sie bereits eine Masterfolie erstellt und als Vorlage mit dem Namen LibreOffice Werbung gespeichert. Diese Vorlage können Sie nun für die Präsentation benutzen. Impress und die Vorlage öffnen. In der Dialogbox Wählen einer Vorlage suchen Sie die Vorlage und klicken auf die Vorlage LibreOffice Werbung und dann auf Öffnen. Mit der geöffneten Folie beginnen Sie die Präsentation. Präsentation speichern. Als erstes sollten Sie die Präsentation speichern. Klicken Sie auf das Symbol Speichern. In der Dialogbox Speichern unter geben Sie als Dateiname Meine Präsentation 01 ein und klicken Speichern. Überschrift und Text für Folie 1. Im Überschriftenfeld tragen Sie in Großschrift ein Die Freiheit. In das Textfeld in der Mitte schreiben Sie ebenfalls in Großschrift LibreOffice 6, das freie Office-Paket, von dem die LibreOffice-Community mehr als 12 Jahre geträumt hat. Markieren Sie den Text und wählen Fett und Kursiv aus. Für die Zeichenfarbe wählen Sie Hexadezimal 5F4697 aus. Hintergrundbild für Folie 1 einfügen. Im Folienbereich klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Folie 1 und wählen Eigenschaften aus. Wählen Sie den Tab Hintergrund und den Button Bild. Klicken Sie auf den Button Importieren. In der Dialogbox Import wählen Sie das Bild LoWeb 01 PNG und klicken auf Öffnen und anschließend auf OK. Bei Stil wählen Sie gestreckt. Wählen Sie den Tab Transparenz und klicken auf die Auswahl Transparenz und tragen 85% ein und OK. Folie 2 erstellen. Im Menü klicken Sie auf Folie, Neue Folie. Überschrift und Text für Folie 2. Im Überschriftenfeld tragen Sie in Großschrift ein, mehr als eine Office Sheet. Schalten Sie die Aufzählungszeichen aus. In das Textfeld in der Mitte schreiben Sie, die Gemeinschaft hinter LibreOffice ist das Herz des Projekts. Und klicken auf die Symbole Mittig ausrichten und Zentriert ausrichten. Markieren Sie den Text und wählen Fett und für die Zeichenfarbe wählen Sie wieder Hexadezimal 5F4697 aus. Hintergrundbild für Folie 2 einfügen. Im Folienbereich klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Folie 2 und wählen Eigenschaften aus. Wählen Sie den Tab Hintergrund und den Button Bild. Klicken Sie auf den Button Importieren. In der Dialogbox Import wählen Sie das Bild LoWeb 02 PNG und klicken auf Öffnen und anschließend auf OK. Bei Stil wählen Sie gestreckt. Wählen Sie den Tab Transparenz und klicken auf die Auswahl Transparenz und tragen 85% ein und OK. Folie 3 erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Folie 2 und wählen Folie doppeln aus. Überschrift und Text für Folie 3. Die Überschrift belassen Sie. Den Text in der Mitte markieren Sie und schreiben. LibreOffice wird von der LibreOffice-Gemeinschaft unter dem Dach der gemeinnützigen Stiftung The Document Foundation TDF entwickelt. Folie 4 erstellen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Folie 3 und wählen Folie doppeln aus. Überschrift und Text für Folie 4. Die Überschrift belassen Sie wieder. Den Text in der Mitte markieren Sie und schreiben: Die meisten Mitglieder der Gemeinschaft sind ehrenamtlich tätig. Folie 5 erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Folie 4 und wählen Folie doppeln aus. Überschrift und Text für Folie 5. Die Überschrift markieren Sie und tragen in Großschrift ein, das hole ich mir. Den Text in der Mitte markieren Sie und schreiben https://de.libre-office.org. Den Text markieren Sie wieder und wählen Schriftgröße 60 und schalten Fett aus. Klicken Sie auf das Symbol oben ausrichten und wählen als Schriftfarbe hellblau 1B7 5BC aus. Nun klicken Sie auf das Symbol Bild einfügen. Wählen Sie das Bild LOW Webseite Download aus. Das Bild passen Sie noch in der Größe und Position an. Hintergrundbild für Folie 5 einfügen. Im Folienbereich klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Folie 5 und wählen Eigenschaften aus. Wählen Sie den Tab Hintergrund und den Button Bild. Klicken Sie auf den Button Importieren. In der Dialogbox Import wählen Sie das Bild lowweb03.png und klicken auf Öffnen und anschließend auf OK. Bei Stil wählen Sie Gestrickt. Wählen Sie den Tab Transparenz und klicken auf die Auswahl Transparenz und tragen 85% ein und OK. Präsentation speichern. Klicken Sie auf das Symbol Speichern.